Es wird gesagt, dass Harun al-Rashid, rahimahullah, der große König, ja, der Abbasiden, dieser Mann, er hat zu den Wolken gesprochen, hat gesagt, gehe, wohin du willst, denn dein Wasser wird auf keinen anderen Boden tropfen, außer dieser Boden gehört mir. Subhanallah, so ein gewaltiger Mensch war das. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm Macht gegeben. Rahimahullah. Er war ein guter Freund des Imam. Ja, Al-Imam Malik rahimahullah. Und er war auch einer der Überlieferer von Al-Muwatta, also ein Rechtschaffener gewesen, ein Überlieferer gewesen. Rahimahullah. Jedes zweite Jahr hat er Jihad gemacht und jedes zweite Jahr hat er Hajj gemacht. Im Abwechsel. Dieses Jahr Hajj, nächstes Jahr Jihad. Danach das Jahr Hajj, danach das Jahr Jihad. So ein rechtschaffener Mann war das. Rahimahullah. Rahmatan wasi'a. Man sagt, als er im Sterben lag, hat er diesen Vers rezitiert. Ja? Er sagte, Rahimahullah, Ma aghna anni maliya. Was hat mir mein Besitz jetzt genützt? Nichts hat es mir genützt. Er sagte, Ma aghna anni maliya. Halaka anni sultaniya. Meine Macht ist von mir gegangen. Und dann sagte er, O du derjenige, Allah, der das Königreich besitzt, was niemals vergeht, hab Barmherzigkeit mit demjenigen, dessen Königreich jetzt vergangen ist. Allahu Akbar. Er sagte, O du König, Allah, dessen Königreich niemals vergeht, hab Barmherzigkeit mit demjenigen, dessen Königreich gerade vergeht.